All attendees are in listen-only mode. Na. So, herzlich willkommen zu einem weiteren Webinar aus unserer Webinar-Serie Erweitern Sie Ihren alten AutoCAD-IQ. Heute mit dem Thema Einstieg in AutoCAD für Mac. Die Präsentation selber oder die Live-Demonstration wird heute von Martin durchgeführt. Martin Langolf, hier sitzt hier rechts neben mir. Mein Name ist Bernd Gerstenberger. Wir arbeiten beide bei Autodesk am Standort München. So viel zu uns. Und bevor wir beginnen, will ich Sie kurz darauf aufmerksam machen, dass Sie jederzeit Fragen stellen können, im Fragenfenster oder auch im Chatfenster. Ich werde versuchen, diese Fragen direkt zu beantworten. Ich werde aber auch ein paar Fragen gleich weitergeben an Martin, dass jeder diese Antwort dann hört. Anschließend an die Präsentation gibt es noch eine zusätzliche Frage- und Antworteinheit. Die Präsentation selber wird aufgezeichnet. Sie steht Ihnen dann zur Verfügung. Sie kriegen dann zum Abschluss noch eine E-Mail mit einem Link. Und da finden Sie dann die Präsentation. Auch die PowerPoint ist dort vorhanden. Sie können sie dann herunterladen. Bevor wir jetzt noch beginnen, noch zwei Punkte. Zum einen möchte ich Sie nochmal auf das deutsche Forum, AutoCAD-Forum, aufmerksam machen. Besteht jetzt schon seit längerer Zeit. Sie können hier auch direkt drauf gehen und hier ein Feedback abgeben zum aktuellen oder vergangenen AutoCAD-Webinars. Unten sehen Sie noch links unten einen Link, den können Sie dann direkt verwenden. Wir würden uns freuen über jedes Feedback, das wir erhalten, was Sie gut finden, was Sie schlecht finden, wenn Sie neue Ideen haben, können Sie auch einfach hier senden. Und die vorletzte Slide, bevor wir jetzt eine kleine Feedback-Runde dann beginnen, ist diese hier. Die wichtigste Info sehen Sie links unten, und zwar, wann das nächste Webinar stattfindet, nämlich am 27. Juli. Das Thema ist noch nicht benannt, es gibt zwar schon ein paar Ideen, aber ist noch nicht fest und deswegen haben wir es hier auch noch nicht reingeschrieben. In der Mitte sehen Sie zwei Links, die Sie entweder zu YouTube bzw. zur Box führen. Auf YouTube finden Sie eine Playlist mit lauter vergangenen Webinaren von dieser Webinarserie, Erweitern Sie Ihren AutoCAD-IQ. Das direkt anhören. Auf der Box finden Sie dann auch die Präsentation und auch die Aufzeichnung zum Herunterladen. Jetzt hier noch auf der rechten Seite, rechts oben, finden Sie einfach jetzt Ihren Link, wo Sie dann sich eben registrieren können. Haben Sie schon gemacht, aber wenn Sie dann vergessen haben, wo der Link wäre, Sie wollen einen Freund und Kollegen einladen dazu. Hier oben rechts ist er, können Sie einfach drauf gehen. Unten nochmal E-Mail-Adressen, wenn Sie an Beta-Programm interessiert Sie mitmachen wollen. Hier ganz neu für Sie haben wir dann nochmal das Beta-Programm für AutoCAD vom Mac hinzugefügt, weil ist ja eigentlich schließlich Thema heute. Dann möchte ich noch auf diesen Punkt aufmerksam machen, und zwar das Autodesk Knowledge Network, knowledge.autodesk.com. Das sollte Ihre erste Anlaufstation sein zu allen Fragen, die irgendwas mit Autodesk zu tun haben oder den Produkten davon. Zu den Produkten finden Sie dann eben erste Schritte und Lernuntersuchungen. Das sind entweder Lernprogramme oder Videos. Sie finden hier auch Dokumentation. Erste Schritte ist für Einsteiger und Lernuntersuchungen doch schon für erfahrene Benutzer. Beim Downloads finden Sie Service Packs, Hotfixes, aber auch Objekt-Enabler. Wenn Sie zum Beispiel vom AutoCAD Plan 3D, wo Sie mit Rohren zu tun haben wollen und Sie wollen das mit purem AutoCAD öffnen, dass die Rohre nicht als Proxy ankommen, sondern eben im Eigenschaftenfenster tatsächlich als Rohre erkannt werden, müssen Sie so einen Objekt-Enabler installieren. Diese finden Sie hier ebenfalls oder auch Language Packages für AutoCAD in verschiedenen Sprachen. Bei Fehlerbehebung finden Sie erstmal ganz wichtig ein Suchfenster für ganz, ganz, ganz viele Artikel.
hier im technischen Support. Haben wir jetzt schon mehrere tausend Artikel geschrieben, die dann so strukturiert sind, es wird ein Problem beschrieben oder eine Herausforderung oder wie auch immer. Und dann wird ab und zu noch ein Grund für das Verhalten genannt, ab und zu nicht zwingend. Und auf alle Fälle ist eine kurze Lösung dazu da. Und das eben zu sehr, sehr spezifischen Fragen. Ich bin mir sicher, dass Sie sehr viel dort finden werden. Auf der AKN-Seite, wie man das Order des Knowledge Network kurz nennt, finden Sie noch weitere Links, zum Beispiel, wenn Sie wirklich einen technischen Support haben wollen oder auch zum Forum weitergeleitet werden wollen, finden Sie dort was. Sie können hier auch Ihre Benutzerkonten verwalten, beziehungsweise Sie finden einen Link dazu, um dorthin zu kommen. Auch Fragen zur Installation oder Lizenzierung, auch Aktivierung finden Sie dort. So, jetzt habe ich ein paar Fragen an Sie und dann geht es eigentlich los. Ist dies Ihr erstes AutoCAD-Webinar? So, 100% haben gewotet und alle sagen, nee, das war's nicht. Das war mal ziemlich einfach. Ja, schön, dass Sie wiederkommen sind. So, das nächste. Die zwei lasse ich aus. Welche AutoCAD-Variante verwenden Sie? AutoCAD LT für Mac, AutoCAD für Mac, AutoCAD LT für Windows, AutoCAD LT, AutoCAD für Windows oder Cross-Plattform-Lizenz Windows und Mac. Ei, 63% Quote, da geht noch was. Na, die letzten paar. Also gut. Ja, sehr interessant. Kein einzigster hat AutoCAD für Mac ausgewählt. Ja, das ist halt hier jetzt mal der Einstieg. Und ich hoffe, Sie werden jetzt einiges hier auch lernen. Beginnen wir mal erstmal mit ein bisschen Geschichte. Die Zeit rattert und verschwindet und es ist unheimlich viel passiert. Beginnen wir mit 1994. Überraschenderweise gab es schon früher mal ein AutoCAD für Mac oder für die Mac-Plattform. Die wurde 1994 abgeschafft. Das muss ich zugeben, das wusste ich vor diesem Webinar auch nicht, aber ja auch erst bei der Recherche rausbekommen. Doch sehr interessant. Ja, dann war eigentlich, man muss schon eigentlich fast sagen, Apple war eigentlich schon damals fast weg. Man hat eigentlich gedacht, naja, die verschwinden wieder, aber dann kam iPhone und iPad und plötzlich kam Apple wie der Phönix aus der Asche wieder zurück und wurde dann wieder interessant. Und auch bei den PCs wurde einiges geändert, sodass es halt auch für Autodesk, sag ich mal, wieder interessant wurde. Zum Beispiel 2005 wurden die Intel-Prozessoren auf dem Mac eingeführt. Damit konnte man schon visualisieren zu einem Windows-Rechner. Und 2006 wurde dann Bootcamp veröffentlicht. Es war jetzt sozusagen ein Dual-Boot möglich. Auf der einen haben sie wirklich praktisch Apple-Betriebssystem geladen, am anderen haben sie dann Windows-Betriebssystem laden können. Ja, und dann für 5 Jahre konnten Mac-Benutzer AutoCAD über Dual-Boot, also über Bootcamp, beziehungsweise über Virtualisierung einsetzen. Es gab kein natives AutoCAD für Mac. Upsala, jetzt bin ich gerade zurückgesprungen. Ja, und dann kam das Jahr 2010 und AutoCAD für Mac wurde angekündigt, was die erste richtige Mac-Version für AutoCAD seit 17 Jahren war. 17 Jahren, also es wäre 1993, da war halt die letzte Version, die erstellt worden ist, 94 wurde es dann abgeschafft. Und 2010, es war wirklich eine komplette Neuentwicklung von AutoCAD für Mac, also es wurde nicht auf die Plattform von 1993, 94 aufgesetzt. Ja, so sah das damals aus. 1992 ist dieses Bild entstanden. Doch ein bisschen anders als heute. Ich denke mal, heute wird man das Bild jetzt auch nicht unbedingt mit einem Foto machen. Ja, und
Dann hier auch die Intel-Prozessoren wurden 2005 eingeführt. Ja, dann konnte man sozusagen über Dual Boot die Hardware aufteilen, in partitionieren sozusagen in Mac OS X und Windows XP zum Beispiel und konnte darüber eben AutoCAD starten oder über Virtualisierung. Ja, und dann kam 2010 die erste native Mac-Version seit 17 Jahren von AutoCAD auf den Markt. Wie gesagt, wurde komplett neu entwickelt. Sie haben da jetzt einen Eindruck, sieht doch alles noch sehr, sehr App-mäßig aus. Inzwischen nicht mehr ganz so. Ja, und wo sind wir heute? Ja, im ersten Release standen viele Features einfach gar nicht zur Verfügung. Es gab keinen Plot-Style-Editor. Ich sage jetzt hier die englischen Namen. Es liegt auch ein bisschen daran, dass es kein AutoCAD für Mac gibt. Es gibt nur ein AutoCAD for Mac, sprich nur in der englischen Version. Deswegen bleibe ich jetzt mal hier bei vielen englischen Begriffen. Dann die Sheet-Sets. Also wenn Sie publizieren, können Sie Sheet-Sets anlegen. Das gab es nicht. Leo-Status gab es nicht. Dynamische Blöcke gab es nicht. Also man konnte keine editieren oder erzeugen. Ja, es gab halt einfach sehr viele Limitierungen und sehr schnell an die Grenzen gestoßen. Und dann gab es allerdings größere Erweiterungen. 2012 wurde AutoCAD LT für Mac eingeführt. Man konnte jetzt Xrefs anhängen. Es war jetzt eine Netzwerklizenzierung möglich. Die Plotstil-Tabellen gab es plötzlich. Die Layers waren am Anfang doch also ja, sehr rudimentär eingeführt. Und nach konnte man eben dann doch ein paar Sachen mehr machen, als jetzt ein Layer erzeugen und aktuell zu schalten. Der Project Manager, also Sheetsets, wurde eingeführt 2013. Man konnte PDF als Xrefs einfügen. Path Arrays, ja, anhand, also ein Array anhand eines bestimmten Pfades anlegen. Retina Support, da war jetzt Mac wesentlich schneller als AutoCAD für Windows. Und zwar gibt es schon seit 2014 zum Beispiel 4K Hochauflösung. Wurde schon unterstützt. Da kämpfe ich eigentlich seit 2017 jetzt auch für Windows, aber so richtig 100 Pro finde ich es immer noch nicht so ganz. Aber bei AutoCAD für Mac, das ist einer der großen Vorteile von Mac, dass eben der Retina-Support schon 2014 eingeführt worden ist und richtig gut. E-Transmit wurde 2014 eingeführt, nennt sich dort ein bisschen anders, werde ich nachher drauf kommen. Autodesk 360-Support ebenfalls. Ab 2015 konnte man eben dynamische Blöcke erstellen und editieren. Layer-Status war jetzt möglich. Ja, Datalink, zum Beispiel irgendwelche Excel-Dateien waren jetzt möglich. Quick Select, also Schnellauswahl. 2016 mit Xref Path Mapping ist was ganz Spezielles gemeint und ist ganz wichtig für den Mac. Naja, also die Pfade auf einem Mac, auf dem Server unterscheiden sich von dem von einem Windows, ne? Also bei einem Mac wird immer das Volumen dran gestellt und ja, bei uns, bei Windows, uns sage ich schon, bei Windows ist es dann halt erstmal der Servername und dann der Freigabename und das ist halt ein bisschen anders und deswegen konnten die lange Zeit gar nicht mehr so richtig miteinander, dann lag halt irgendwo auf dem Server lag halt eine Datei und wenn beide drauf zugreifen konnten, wollten, dann ging das nicht, weil das die Pfade halt einfach unterschiedlich benannt worden sind oder anders heißen einfach durch die unterschiedliche Art und Weise der Benennung. Und seit 2016 ist es jetzt aber möglich mit dem Xref Path Mapping. Express Tools wurden 2016 auch eingeführt, auch die ganzen Bemaßungssachen. Mit Revision Cloud Improvements ist gemeint, dass eben jetzt halt auch Punktwolken angehängt werden konnten.
2017, da gab es nochmal eine komplette Überarbeitung der Benutzeroberfläche und sieht jetzt deutlich mehr aus wie jetzt bei einem normalen AutoCAD für Windows. Und was hier noch hinzukommt, das ist jetzt sehr Apple-spezifisch, da gibt es eine Touchbar. Stellen Sie sich eine 3D-Maus vor, da können Sie auch irgendwelche Tasten vorkonfigurieren. Und so etwas Ähnliches hat es halt vom Betriebssystemseitig her auf dem Apple. Das nennt sich Touchbar und die ist hier integriert worden. Ja, 18 ist noch nicht draußen, wird demnächst kommen. Also merke ich, dauert immer ein paar Monate länger, bis das freigegeben wird oder veröffentlicht wird. Deswegen kann ich hier 2018 noch gar nicht aufführen. Aber jedenfalls kann man schon sagen, dass jedes neue Release zusätzliche Funktionen gebracht hat, die mit der Windows-Version übereinstimmen. Es wird also immer ähnlicher. Und von dem, was wir an Feedback erhalten, ist, dass inzwischen 90% aller Benutzer alles in einem Mac-Release erledigen können, was sie wollen. Es gab dann früher dann auch noch eine spezifische, auf der AutoCAD von Mac-Seite, eine spezifische Seite, wo man dann noch fehlende Features eintragen konnten. Da gab es dann auch drei Einstufungen. Wir arbeiten dran. Und das wird nicht umgesetzt wegen fehlender Nachfrage oder es kann nicht umgesetzt werden wegen der Plattformlimitierung von einem Apple. So, was ist anders? Erstmal ein paar Sachen, es gibt ein paar Sachen, die haben einfach einen anderen Namen. Da haben wir zum Beispiel den Sheetset Manager. Also da, wenn Sie publizieren sind und dort haben Sie Ihre Sheetsets, der nennt sich dort Projektmanager. Die Werkzeugpalette oder Toolpalette und Design Center, die heißen einfach hier Content Palette. Und eTransmit nennt sich jetzt Package Drawing, finde ich eigentlich fast einen besseren Namen. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Und was sind die Vorteile von einem AutoCAD für Mac gegenüber einem AutoCAD für Windows? Sie haben die Möglichkeiten, dass Sie bestimmte Paletten als Icons darstellen können. Mit Coverflow ist gemeint, wenn ich jetzt sehr stark in ein AutoCAD für Windows hineinzoome, dann müssen Sie nach einer Weile erst wieder regenerieren, dann können Sie noch weiter reinzoomen. Mit Coverflow ist gemeint, dass Sie beim AutoCAD für Mac es etwas anders läuft. Da wird während des Reinzoomen schon regeneriert. Sie sehen es dann auch, nachher haben wir noch ein Bildchen davon, dass es mal zwischenzeitlich beim Reinzoomen ein bisschen größer dargestellt wird und dann aber sofort dann wieder kleiner dargestellt wird. Und das ist, läuft dann eigentlich ziemlich fein. Quick Look, ja, das sind die Schnelleigenschaften. Sie haben die Eigenschaftenpalette, die können Sie konfigurieren, so wie Sie es haben wollen. Das ist auch netter auf dem AutoCAD für Mac. Und Retina Support eben Bildschirme mit sehr hoher Auflösung werden supported. Auch Dual Monitors werden hier besser supported als auf dem AutoCAD für Windows. Hier sehen Sie jetzt Steve, sag's mir. Steve Jobs, danke. Also Steve Jobs, wie er eben gerade den Retina-Support hier ein bisschen erklärt. Und auch dieses Coverflow und auch diese Hochauflösung, Sie sehen einfach, dass eigentlich die Auflösung, wenn Sie sehr stark hineinzoomen, auf einem AutoCAD vom Mac besser ist als auf einem AutoCAD für Windows. Links AutoCAD für Windows, rechts AutoCAD vom Mac. Und hier nochmal das Coverflow. Wenn Sie dann reinzoomen, dann wird hier auf der linken Seite erstmal alles ein bisschen gröber dargestellt, weil er eben während des Zooms gleich noch regeneriert. Aber sobald er damit fertig ist, dann sehen Sie es auf der rechten Seite, wird es sofort wieder klein dargestellt und ist wieder sehr gut lesbar. Ja, jetzt ist mein Part erstmal zu Ende und ich übergebe mal an Martin und der wird uns dann zeigen, was sonst noch alles geht und zwar diesmal live. Martin? Danke, Bernd. Also ich denke, ich sollte es jetzt haben, beziehungsweise mein Bildschirm sollte sichtbar sein. So, also das ist jetzt zurzeit die aktuellste Version von AutoCAD für Mac.
also Vormark, Entschuldigung. Leider gibt es noch keine deutsche Version. Also übrigens ganz kurz noch, es gibt noch eine japanische zu der englischen. Es ist leider durch zu wenig Nachfrage, ist leider die deutsche Version, die hängt ein bisschen hinterher. Aber wir sind noch dabei. Und ja, also die Benutzeroberfläche, die sieht mehr oder weniger, ich würde sagen, sehr ähnlich aus, wie man es aus dem Windows-System kennt, bis auf den Ribbon-Bereich. Also der Ribbon-Bereich, die Multifunktionsleiste in dem Windows-Release, die wurde hier einfach ein bisschen aufgeteilt auf einfache Befehle, wie man es wahrscheinlich eher aus den Werkzeugpaletten, aus den früheren Versionen auf dem Windows kennt. Also man hat einfach Zugang auf seine Befehle und die Unteroptionen, wie man auch auf dem Windows-System sehen kann, dass man zum Beispiel in verschiedenen Optionen Kreise erstellen kann und so weiter mit den Tantan-Radios und solche Sachen. Also man müsste sich auf jeden Fall ein bisschen etwas mit der Oberfläche auseinandersetzen und bekannt machen, aber man sollte hier alles wiederfinden, was man auf dem Windows-System auch kennt. Also es ist wahrscheinlich nur eine Cross-Plattform Differenz, die man hier erkennt. Allerdings haben wir immer noch auch die ganzen File-Menüs, wo man auch neue Zeichnungen erstellen kann. Oh, okay. Also Toneinstellungen sollten richtig sein. Hier nochmal Bernd Gerstenberger. Ich habe jetzt gerade ein Feedback bekommen, dass man Martin nicht hört. Ist das jetzt eine Person oder ist es bei anderen Personen genauso? Einfach mal ganz kurz ein Feedback geben. Also ich kann ihn sehr gut hören, aber vielleicht ist da was anderes. Okay, alles gut zu hören, höre ich hier. Ja, gut zu hören. Jetzt gibt es jemanden, der sagt, man hört nichts oder nur schlecht. Ah, ist doch sehr unterschiedlich. Ich könnte vielleicht ein Headset nehmen. Ja. Vielleicht wäre das einfacher. Wir wechseln jetzt mal ganz kurz das Headset, vielleicht ist es dann besser. So, ist das jetzt ein bisschen besser? Wahrscheinlich eher nur an Thorsten die Frage gerichtet. Und den hat auch. So. Eher schlechter. Genauso gut wie vorher. Schalte ich ab. Ich würde dann sagen, wir machen einfach weiter. Ja. Du vielleicht aufstehen gehen könntest, Bernd. Schon gemacht. Also wenn mich hören kann, es tut uns vorher schon mal vorab sehr leid. Sie könnten sich allerdings dann das YouTube-Video anschauen. Vielleicht wäre das eine Option. Okay, machen wir dann an der Stelle mal weiter. Wie gesagt, also mit der Benutzeroberfläche müsste man sich etwas auseinandersetzen, bevor man sich dran gewöhnt. Also ich finde, dass mit jedem Release im Vergleich zu den vorherigen Mac-Releasen mit der 17er Version kommen wir immer ein bisschen näher in der Windows-Umgebung hinterher. Und wie gesagt, also die ganzen File-Menüs für Dateien öffnen, Page Setup,
speichern unter Import, Export und solche Optionen, die sind hier auch alle zu finden, was wahrscheinlich eher aus den früheren Releases von der Windows-Plattform auch zu kennen ist. Ansonsten haben wir wie auch auf dem Windows eine Befehlszeile, wie die man auch vergrößern kann, um seine ganzen Befehlsabläufe zu beobachten. Standardfunktionen, die man auch von der Windows-Plattform kennt. Ebenfalls haben wir auch die 3D-Optionen. Wenn man jetzt in 3D arbeitet, kann man auch alles, also ich würde sagen zu 90%, vielleicht sogar noch mehr, alles erledigen, was man auf dem Windows-System auch machen kann. Also von daher, die grundlegenden Funktionen, die sind hier auch alle gegeben und integriert worden. Um jetzt mal ganz kurz auf die Werkzeuge einzugehen, also ich bin hier schon auf dem Drafting-Werkzeug. Wie gesagt, das sind auch die, die man von der Windows-Plattform kennt. Man kann hier sehr leicht mit Elemente erstellen, wie zum Beispiel, nehmen wir einfach mal ein paar kleine Beispiele mit Schraffuren und so weiter. Wir haben die ganzen Schraffur-Bibliotheken alles mit integriert. Also das Gleiche finden Sie auch in einer ganz normalen Windows-Umgebung. Und wenn Sie auch zwischen den Plattformen öfters hin und her wechseln, Sie können das ohne Probleme tun. Also grundlegende Mustern, Funktionen wie Linien, Elementtypen und so weiter sind hier auch alle gegeben. Das Weitere, wie gesagt, also wir haben hier noch die 3D-Modellierungstools. Das ermöglicht uns auch in 3D zu zeichnen zum Beispiel. Also wir können Objekte extrudieren, so wie wir das auch von der Windows-Plattform zum Beispiel kennen. Wer viel mit 3D arbeitet, der kennt sich wahrscheinlich aus. Und wir können auch hier ganz einfach 3D-Geometrie erzeugen. Das Ganze gilt auch für bestimmte Tools, wie zum Beispiel, also ganz normale Rechtecke, wie gesagt, das Gleiche trifft man überall, also zwischen Windows und dem Mac. So, dann gehen wir mal ein bisschen so auf die rechte Seite rüber. Hier sehen wir unsere Leersteuerung. Also das ist der Leermanager, so wie Sie das auch auf der normalen Windows-Plattform kennen. Der sieht auch ziemlich ähnlich aus. Also ich mache das mal ein bisschen größer hier. Und wenn Sie sich das Ganze hier anschauen, Sie können hier Leer erzeugen. Also ein paar dieser Funktionen leider waren noch nicht in dem Anfang Releases, wie 2010 schon vorher erwähnt, in unserer kleinen Vorgeschichte-Tour, standen hier zur Verfügung. Allerdings wurden die über die Zeit dann auch alle mit integriert. Des Weiteren haben wir hier Eigenschaften. Und hier ist etwas Besonderes, was es auf der Windows-Plattform zum Beispiel nicht gibt. Es gibt die sogenannten My Preferences. Was diese Option erlaubt, ist Folgendes. Und zwar in My Preferences habe ich die Möglichkeit, basierend auf meinen Elementtypen, den ich gerade in der Auswahl habe, die Eigenschaften darstellen zu lassen, die mir am wichtigsten sind. Und zwar kann ich einfach auf diesen Editier-Button gehen, also Customization of Eigenschaften, was Mac-spezifisches ist. Und hier, wie gesagt, mit der Auswahl von einem 3D-Element kann ich mir Elemente auch an Optionen oder Eigenschaften darstellen lassen, die ich sehen möchte. Also wenn zum Beispiel Position X, Y und Z mir wichtig ist, kann ich die einfach anklicken und mit der Beendung von der Anpassung werden diese Elemente mir angezeigt. Wenn ich jetzt also in eine Schraffur zum Beispiel reinklicke, dann müsste ich wiederum diese Eigenschaften anpassen, um zum Beispiel den Origin Point, also den Ursprungspunkt der Schraffur, auch darstellen zu lassen, beziehungsweise andere Geometrie, die mir jetzt wichtig ist. Also das ist, ich finde persönlich, das ist eine sehr schöne Funktion und basierend auf den Elementtypen, die ich gerade zeichne oder mit denen ich arbeite, die ich ja auch untersuchen und analysieren möchte, kann ich das für meine Zwecke anpassen zu jeder Zeit. Beziehungsweise hier gibt es auch die vollen Eigenschaften, so wie Sie das auf der Windows-Plattform kennen. Dann wird mir hier einfach alles angezeigt, was objektspezifisch ist. Und ich kann durch diese Optionen dann durchklicken und die Eigenschaften ändern. Also ich persönlich, wie gesagt, finde das eine sehr schöne Funktion. Das macht für mich einfach die Übersicht viel einfacher beim Arbeiten.
Und dann gehen wir mal einfach weiter und gucken uns auch, wie man zum Beispiel jetzt, wenn Sie auf einem kleineren Mac arbeiten, also ich weiß, es gibt viele unterschiedliche Macs da draußen. Es gibt die iMacs, es gibt die MacBook Airs, MacBook Pros und so weiter. Und alle haben leider eine andere Bildschirmfläche und der Arbeitsbereich wird dadurch auch dementsprechend eingegrenzt. Also in meinem Fall arbeite ich mit einem 15 Zoll MacBook Pro, allerdings schon mit Retina-Auflösung, also Hochauflösungs-Support ist hier auch gegeben. Und ab und zu finde ich schon, dass ich schon ein bisschen eingeschränkt bin mit meiner Zeichnungsfläche. Und wie schon erwähnt, also das ermöglicht mir, indem ich jetzt von dieser Symbolanzeige, diesen riesigen Icons, kann ich zu einem kleinen Icon rüberwechseln, was für mich dann auch dementsprechend mehr Zeichnungsfläche freigibt. Also man kann auch hier zum Beispiel die Befehlszeile minimieren und was es früher leider noch nicht gab, also ich schiebe das mal kurz zur Seite, und zwar in dem ersten Release von AutoCAD 2017 waren diese zwei Paletten, die Layer Manager und Properties, also die Eigenschaften, die waren fest angedockt, was in den vorherigen Releasen nicht der Fall war. Da war es komplett alles Floating Palettes, also es waren frei zu bewegende Tool Palettes da, Werkzeugpaletten ebenfalls auch, und man konnte sozusagen, wenn man jetzt auf ein Zwei-Bildschirm System arbeitet, also mit externen Monitoren angeschlossen, konnte man ganz leicht diese Paletten sich einfach auf einen anderen Bildschirm schieben. Das ging leider mit den ersten Release, bevor das Update kam, mit der 2017er nicht, weil das komplett überarbeitet war, aber die Nachfrage war sehr groß und wir haben ein Update rausgebracht, was uns diese Funktion jetzt wiedergibt. Und zwar kann ich hier auf diese zwei kleinen Icons klicken und schon werden diese zwei Paletten wieder vollständig frei zu bewegen zu sein und man kann diese zum Beispiel sich auf den zweiten Bildschirm schieben und die Position so, wie man möchte, anpassen und die sozusagen Zeichnungsfläche etwas größer gestalten lassen. Und das ist auch übrigens auch mit den allen anderen Funktionen, wie zum Beispiel XREF, Paletten und so weiter, auch alles möglich. Also so wie Sie das wahrscheinlich auch auf eurem Windows-System kennen, hat man die Werkzeugpaletten immer so ein bisschen auf einen anderen Bildschirm zur Seite geschoben, damit man so viel wie möglich am Zeichnungsbereich gewinnt. Das ist auch auf der Mac-Plattform alles möglich. So, dann gehen wir rüber, also zurück zu dem Punkt, da ich gerade auf einem MacBook Pro arbeite. Ich schiebe mal die Paletten jetzt wieder kurz, dock die wieder an, ist man leider so, dass man sich auf bestimmte Mac-Devices eingeschränkt fühlt, beziehungsweise ist. Also meistens, wenn man mit einer Maus arbeiten möchte, mit bestimmten Gesten, da Sie, wie Sie wahrscheinlich wissen, Mac hat sehr viele Gesten-Support, also ein Trackpad oder die Space-Maus, glaube ich, heißt die, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Diese ganzen Devices sind speziell für den Mac entwickelt, für diese Plattform, und die unterstützen sozusagen wie ähnlich wie auf einem Smartphone diese Multigesten-Funktionen. Also auf einem MacBook Pro. Ich bin leider persönlich meistens mit dem Trackpad unterwegs. Also das ist diese kleine Berührfläche, die man jetzt auch auf einem Windows-Laptop wahrscheinlich kennt. Und diese ganzen Multitouch- und Gestenfunktionen, die sind auch in AutoCAD mit integriert worden über die Jahre. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mit vier Fingern auf mein Trackpad halte und einfach nach oben schiebe, wird mir meine komplette Arbeitsfläche und alle Applikationen, die ich gerade offen habe, dargestellt. Und ich kann hier zum Beispiel meine virtuellen Desktops mir einrichten. Also das ist jetzt etwas Mac-spezifisches und ich kann zum Beispiel jetzt einen dritten Desktop hinzufügen und einfach in diese Fläche reingehen, ohne dass mir alle Dialoge, die ich da im Hintergrund offen habe, auch mit angezeigt werden. Also ich bin hier immer noch in AutoCAD drin,
Wie Sie sehen, also das AutoCAD-Menü ist da. Wenn ich dann in Desktop klicke, dann gehe ich wieder zurück in meine Standard-Mac-Umgebung rein und ich kann mir weitere Applikationen hinzuziehen und so weiter. Und wenn ich das Ganze wiederhole, kann ich ganz schnell wieder zu meinem AutoCAD zurückwechseln und weitermachen mit dem, wo ich aufgehört habe. Also das ist ganz hilfreich, wenn man zum Beispiel gerade eine E-Mail bekommt und lesen möchte und die E-Mail-Darstellung jetzt nicht direkt vor seinem AutoCAD haben will, kann man sich solche Desktop-Bereiche sozusagen auf dem Mac einrichten. Was schon ein ganz cooles Feature ist, finde ich. Des Weiteren, also es ist wie gesagt, also auf dem Mac gibt es auch diese Multigestenfunktion auf dem Trackpad, wie zum Beispiel zum Reinzoomen und so weiter. Damit kann ich sozusagen schon, also dementsprechend, was die Zoom-Faktor-Systemvariable, die übrigens auch auf der Windows-Plattform eingestellt werden kann, das Verhalten von meinem Mausrad bzw. von der Geste auf dem Trackpad rein und raus zoomen steuert. Und wenn man jetzt Zoom-Faktor eintippt, kann man den Standardwert zum Beispiel, nehmen wir mal 35, etwas verlangsamen. Und das Verhalten, also wie Sie sehen auf dem Trackpad, das ist schon ein bisschen sensibler, würde ich sagen, als ein Mausrad. Und daher kann es schon schnell passieren, dass man zu schnell rein oder raus zoomt und dann sieht man seine Geometrie nicht mehr oder man ist aus dem Zoom-Bereich einfach schnell raus. Und wenn man das ein bisschen langsamer gestalten möchte, dass es nicht mehr so sensibel ist, kann man diese Zoom-Faktor-Systemvariable ändern und es sozusagen nach seinen Bedürfnissen verlangsamen oder verschnellern. Also in meinem Fall gehe ich wieder zurück. So, ein weiteres Beispiel auf dem Mac, was also jetzt mir persönlich im Vergleich zu der Windows-Plattform sehr gefällt, ist, wenn ich mit Referenzierung arbeite. Sagen wir mal zum Beispiel, ich möchte dieses kleine Bildchen in meine Zeichnung einfügen und es als eine Unterlage verwenden, um es als ein Beispiel nachzuzeichnen, dieses kleine Logo. Also ich habe mir das Bild jetzt vor ein paar Tagen runtergeladen und ich weiß einfach nicht mehr, wo es sich gerade befindet. Und auf dem Mac, die Struktur, die ist schon sehr anders als auf dem Windows-System. Allerdings, was schon sehr cool ist, ich kann einfach über diese Option, also das Raster-Image einfügen. Und ohne, dass ich jetzt meine ganze Struktur auf meinem Mac durchforschen muss und dieses Bild durch Sucherei und so weiter finden oder wieder lokalisieren, kann ich mir einfach dieses kleine Icon hier reinziehen und schon wird mir auch die entsprechende Ordner geöffnet, wo genau dieses Bildchen ist. Und ja, also das ist jetzt heute neu runtergeladen, da habe ich wahrscheinlich ein bisschen geschmiert, aber das ist schon ganz, ganz hilfreich, wenn man jetzt sich die ganze Sucherei ersparen möchte. Und das funktioniert übrigens nicht nur mit AutoCAD, also das sind Mac-spezifische Funktionen, das ist die Plattform, so arbeitet die, kann man sich solche Suchereien ersparen, indem man einfach solche kleinen Icons in die zu öffnenden Dialoge reinzieht und man kann ganz schnell dieses Bild dann auch dementsprechend hier einfügen. Und schon kann ich anfangen hier zu zeichnen bzw. meine ganzen Editierungen durchführen. Ich kann zum Beispiel jetzt das bisschen durchsichtiger machen, damit ich meine Linien besser erkenne auf diesem weißen Hintergrund, was nicht so optional ist für das, was ich machen möchte. Und das ist schon ganz, ganz hilfreich. Aber das kennen Sie alles auch von der Windows-Plattform. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Alles Standardfunktionen, die man auch da wiederfindet. Und ja, also mit dem Ganzen kann ich jetzt zum Beispiel anfangen zu zeichnen. Also man kann, wie gesagt, die Toolpalettes verwenden, um an die Befehle dran zu kommen. Ich kann auch zum Beispiel eintippen, wer ein bisschen besser mit der Befehlseingabe ist oder zurechtkommt, beziehungsweise man kann sich auch die ganzen Menüs anpassen und auch Skripte schreiben, gibt es übrigens auch auf dem Mac. Es gibt auch Automatisierungstools. Wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt und auskennt, kann man auch bestimmte Sachen automatisieren. Auf dem Mac, das funktioniert alles auch. Aber da
gehe ich erstmal nicht im Detail drauf ein. Also fangen wir einfach mal an mit einer Linie und ich zeichne die jetzt mal ganz kurz hier drüber. Nur als ein kleines Beispiel und Darstellung von dem Ganzen. Und ja, also Befehlseingaben, da wir leider noch keine deutsche Version haben, sind leider alle in Englisch. Aber das ist, glaube ich, auch alles kein Problem, wenn Sie mit einem Unterstrich davor auch die englischen Befehle in jeder Sprachversion auf dem Windows eintippen, kommen Sie auch an die lokalisierten Befehle dran. Aber die englischen Befehle funktionieren immer, auch auf dem Windows. Und gehen wir mal mit dem Offset, also mit dem Versetz, mal weiter. Und man kann jetzt hier sich in der Befehlszeile eine Distanz eintippen. Also ich gebe einfach mal, sagen wir mal, 75.000. Ich weiß jetzt nicht, wie groß ich dieses Bild eingefügt habe, aber es scheint schon riesig zu sein im Vergleich zu den zwei Volumenkörpern, die ich dort erstellt habe. Und ja, gehen wir mal auf 75.000. Und was ich auch nicht zuvor langer Zeit entdeckt habe, auf mit der dynamischen Eingabe aktiviert, wird mir also der Wert immer sozusagen hervorgehoben. Und wenn ich jetzt sehe, dass es nicht so hundertprozentig 75.000 ist, kann ich das zum Beispiel auf 70.000 ändern, meinen Versatz machen und anschließend einfach mit meinen 75 weiter versetzen. Also das ist jetzt nur, um die Arbeit so ein bisschen zu vereinfachen, kann man auch, wie gesagt, jetzt so einen kleinen Wert auch um 1.000 als Beispiel versetzen lassen, um jetzt nicht immer aus dem Befehl rauszugehen, den zu wiederholen und so weiter. Also das macht das Leben schon ein bisschen einfacher. Was also meiner Meinung nach doch schön eine schöne Funktion ist. Das andere, ja, wie gesagt, also die dynamischen Eingaben, alles grundlegende Funktionen, die Sie auch von der Windows-Plattform kennen, die finden Sie alle hier. Also in dem Fall ist es in den Optionen. Jetzt muss ich auch leider ein bisschen suchen. Wir machen das ein bisschen einfacher, und zwar Dynamik. Nee, sorry. Das müsste unter den Tools sein. Genau, Drafting Settings. Und zwar Dynamic Input. So, jetzt. Sorry. Über die Befehlseingaben kommt man da doch nicht so schnell dran. Also man müsste sich auch über die File-Menüs hier oben sozusagen an manche Einstellungen ranwagen. Also das ist schon ein bisschen versteckt auf dem Mac, aber hier kann man auch wie auf dem Windows-System, wie gesagt, mit bestimmten Formaten arbeiten. Also wenn man jetzt in kartesianen Format arbeiten möchte, beziehungsweise im absoluten Koordinatensystem arbeitet, kann man das auch hier sehr gut einstellen. Also persönlich gesagt, ein bisschen versteckt, aber das ist auch alles hier zu erreichen. Und ebenfalls, also wenn ich Linien zeichne, kann ich das auch ganz schnell über die bestimmten Formate machen, also Polar oder Absolut. Und hier kann ich auch zum Beispiel also mit meinen Add-Zeichen sozusagen meine Distanz eintippen und meine Linie. Ah, jetzt habe ich keine Länge eingetippt, sorry. Sozusagen in dem entsprechenden Koordinatenformat arbeiten. 1000 ist wahrscheinlich ein bisschen zu klein, kann das sein? Ja. Machen wir es nochmal. Also ich zeichne einfach mal und hier sagen wir einfach mal Add. Ne, machen wir mal 10.000. Okay, also Formateingaben funktioniert auch. Das scheint jetzt ein kleiner Vorführeffekt zu sein. Gehen wir mal zu der anderen Eingabe, und zwar mit einem Hashtag kann man jetzt auch zum Beispiel auf 0,0 diese Linie fortsetzen. Und ja, also die wird auch dahin gezeichnet, also bis zum Ursprungspunkt der Zeichnung. Also wie gesagt, dementsprechend in welchem Format man gerade arbeitet, kann man das alles hier definieren und eingeben. So, das andere, wahrscheinlich was
man jetzt zu einem Windows-System eher gewöhnungsbedürftig ist, also ganz vorsichtig ausgedrückt, ist das Plotten. Und zwar, das ist eine komplett andere Geschichte, als wir das auch von dem Windows-Systemen oder Plattformen kennen. Und zwar, wenn man in ein Layout wechselt, also man kann natürlich auch aus dem Plotten, Modellbereich plotten. In diesem bestimmten Fall sollte man immer über den Page Setup gehen. Auf der Mac-Plattform verwenden wir oder setzen wir keine PC3-Dateien ein. Es werden nur Systemdruckertreiber verwendet und das ist leider noch eine Limitierung der Plattform. Also zum Teil haben wir es schon integriert bekommen, aber es werden auf jeden Fall noch in Zukunft in diesem Bereich weitere Erweiterungen geben. Also im momentanen Stand ist es so, plotten am besten Page Setup. Also über ein Page Setup kann man reingehen. Also in meinem Beispiel habe ich mir ein paar virtuelle Plotter da draußen rausgesucht. Also die sind nicht ganz von Apple, aber man kommt an sowas schon dran. Also es gibt Hersteller, also das ist jetzt zum Beispiel einer, der aus Deutschland sowas anbietet als eine OpenType Version von einem virtuellen PDF-Drucker für die Mac-Plattform. Wie gesagt, die sind leider nicht von Apple und auf dem Mac-System. Man sollte sich schon so ein bisschen an die originalen App Store-Applikationen halten. Also in dem Beispiel nehmen wir mal an, wir haben nur einen Systemdruckertreiber, der uns zur Verfügung steht und wir möchten ganz gerne diese Zeichnung hier auf ein A1-Format oder sogar A0 plotten. Also ein Format, das ein bisschen größer ist, als der Plotter verwalten kann. Also in diesem Beispiel sehen Sie, also das sind die Standard-Papierformate, die dieses Gerät verwalten kann. Hier sind natürlich nicht nur die ISO-Normen drin, allerdings wollen wir jetzt mal was bisschen anderes machen, und zwar diese Zeichnung etwas größer rausgeben. In diesem Beispiel geht man unter dem Systemdruckertreiber des Plotters auf Manage Custom Sizes und man legt sich einfach eine neue Papierseite an. Man kann die hier umbenennen. Nennen die mal Test 1. Und hier kann ich dann auch dementsprechend meine Größen sozusagen anpassen. Und zwar als ein Beispiel 2000 cm mal 900. Nur ist ein kleines Beispiel. Und hier auch kann ich meine meinen druckbaren Bereich definieren. Also ich setze mal alles auf 0, dass ich auch randlos plotten kann. Und ich klicke auf OK. Das Papierformat wird mir jetzt angelegt. Ich kann das sozusagen jetzt definieren und ich klicke auf OK. Also Sie sehen, das Papierformat wird auch dementsprechend angelegt. Also was ich sehr, sehr, sehr schade finde auf dem Mac, ist leider eine einzigste Möglichkeit. Ich kann diese Konfiguration im Layout nicht speichern. Also wenn man im Page Setup diese Definition oder diese Einstellung definiert hat, das ist nur für diesen einen bestimmten Plot. Wenn man jetzt die Zeichnung abspeichert und dann das Ganze wieder versucht, dann müsste man sozusagen auch diese Einstellung neu treffen. Also da ich über ein Page Setup Edit das Ganze mache, das wird jetzt so definiert und über den Standard Plot Dialog kommen Sie ja auch an den Edit Page Setup Dialog dran. Der sieht zwar sehr ähnlich aus, wie gesagt, das ist eine leider noch eine Limitierung auf der Mac-Plattform. Das sind alles Mac-Plot-Funktionen, die sind spezifisch und leider funktionieren die ganz anders als auf dem Windows-System. Also das sind nur Einstellungen, die man für diesen Plot macht. Die werden im Layout nicht gespeichert. Und wie gesagt, hier habe ich dann diese Möglichkeit, dass ich über ein Preview mir eine Vorschau mache, aber da ich schon weiß, diese Seite wird von meinen Plottern nicht supportet, würde ich das im PDF rausgeben, und zwar auf dem Mac. Die PDF-Druckfunktion, die ist eingebaut.
Das ist keine DWG to PDF PC3. Das ist kein virtueller Druckertreiber, der hier gerade eingesetzt wird. Das ist eine eingebaute Funktion auf dem Mac und die erlaubt uns, dieses PDF entweder als ein Preview anzeigen zu lassen und dann über zum Beispiel Adobe Reader das auf ein Gerät zu schicken, beziehungsweise einfach als ein PDF speichern und das per E-Mail weiterleiten. Also diese Funktionen sind auch alles Mac-spezifische. Wie gesagt, es gibt alternative Optionen da draußen. Leider sind die doch recht eingeschränkt. Das andere, was ich noch erwähnen wollte, also wie gesagt, wenn Sie publizieren, als ein Beispiel, und Sie beziehen sich auf die Publish-Funktion. Also in diesem Beispiel sage ich meine aktuelle Zeichnung. Ich entferne den Modellbereich und zweites Layout, da das noch nicht initialisiert ist. Ist es mir möglich, hier PDF anzugeben? Und wenn ich das tue, stoßen Sie wahrscheinlich auf die gleichen Namen, die Sie von der Windows-Plattform kennen, DWG to PDF und so weiter. Also das sind die eigentlichen PC3-Dateien, die Sie auch auf dem Windows-System verwenden würden, zum PDF erstellen aus AutoCAD. Außer Sie haben natürlich irgendein virtuelles Gerät installiert. Es gibt auf dem Windows-System sehr viele Alternativen, die wir leider auf dem Mac nicht haben. Aber das ist sozusagen unser erster Schritt, um diese Daten irgendwann mal in Zukunft auch in der Plot-Funktion zu integrieren und hoffentlich schon im nächsten Release. Aber das wird die Zukunft zeigen. Also in diesem Beispiel kann ich mit dem DWG to PDF plotten und hier funktioniert die Verwaltung der ganzen PDF schon. Also ich würde sagen, 1:1 wie auf dem Windows-System. Also hier werden auch diese PC3-Konfigurationen verwendet. Und so kann man sozusagen also ganz schnell seine Layouts ausplotten. Also das ist soweit, glaube ich, auch alles. Ja, ganz kurz, eins wollte ich noch erwähnen. Also wir haben auch zum Teil schon die Express-Tools hier integriert. Leider noch nicht alle Funktionen, da einige noch LISP-basierte sind und da die werden auch hoffentlich in Zukunft mit integriert, aber die sehr wichtige grundlegende Funktionen, die sind als Standard mit der AutoCAD for Mac Installation hier auch gegeben. Also das wäre eigentlich schon von meinem Ende aus gewesen für den kleinen Einstieg. Also ich hoffe, ihr habt es genossen und fandet es hilfreich. Und wer sich dann doch mal mit dem AutoCAD for Mac oder Cross-Plattform Licensing auseinandersetzen möchte, der kann es ja mal gerne ausprobieren. So, dann gebe ich wieder an den Bernd weiter. Und bedanke mich. So, danke Martin. War sehr, ja, so häufig hat man mein AutoCAD von Mac ja nicht so tun und hin und wieder entdeckt man neue Sachen. Ja, ich habe jetzt noch ein paar Fragen an Sie. Aber genauer gesagt, ich habe eigentlich eine Frage an Sie. Jetzt muss ich allerdings erstmal meine Maus wiederfinden. Die ist wahrscheinlich auf meinem Bildschirm im Zimmer nebendran. Ah, jetzt ist sie wieder da. Und zwar möchte ich ganz gerne von Ihnen wissen, ob Sie heute was Neues einfach gelernt haben oder nicht. Okay, alle haben gewotet und alle haben was gelernt. 100%, das ist doch super. Klasse, freut uns. So, grundsätzlich erstmal nochmal vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wie gesagt, Sie können uns Feedback geben über dieses Webinar oder aber auch über zukünftige Webinare, vergangene Webinare etc. Webinare. Entweder Sie haben einen Link auf dem Forum vorhin schon gezeigt. Sie haben hier einen Link, oder das auto.de.sk, irgendwo in der Slowakei, AutoCAD IQ Feedback. Oder Sie können uns auch direkt schreiben, autodesk.help.webinars@autodesk.com. Geben Sie im Betreff ein Bild hier, AutoCAD IQ. So, dann sind wir aber jetzt schon bei
Question and Answers. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Das wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um diese zu stellen. Ja, da ist eine Frage. Ja, ich habe dir die Frage, ob 2017 die aktuelle Version ist. Ja, das ist richtig. Die 2018 kommt, aber die kommt traditionell schon immer ein paar Monate später, muss man sagen, als die 2018 von den Standardversionen. Immer Q4. Ja? Kannst du? Aber es ist die einzige. Also noch eine kurze Frage von Markus, sehe ich gerade bezüglich der Maus. Also ich persönlich arbeite eigentlich mit einer Magic Maus, also eine Apple Maus mit den ganzen Gesten und so weiter. Allerdings ab und zu habe ich auch eine 3D Connection angeschlossen. Ah, okay. Ich sehe, Bernd hat schon geantwortet, sorry. Aber ich wollte nur mal kurz drauf eingehen. Das ist alles. Aber ich hoffe, das hilft. Dann sind wir dynamische Blöcke, hören wir jetzt gerade wieder. Wie ist denn da genau die Frage, ob dynamische Blöcke erstellt werden können oder... Ganz kurz noch die Frage dazu. Ja, okay. Martin, kannst du da noch was zeigen bezüglich dynamische Blöcke? Gerne. Also dynamische Blöcke gibt es auch. Also alle grundlegenden Funktionen sind mit dabei. Einen Moment, ich mache mich wieder ganz kurz präsenter, Bernd, dass ich mein Screen share. Mach das. So. Das schieben wir mal alles hier kurz zur Seite. Bezüglich dynamischer Blöcke, wie gesagt, ja, diese Funktion gibt es ja auch. Die kann man auch hiermit erreichen. Also ich maximiere das Ganze mal jetzt wieder ein bisschen. Also diese Funktionen sind auch alle gegeben. Und zwar werden wir wieder im Modellbereich reingehen. Und wir machen uns einfach mal so einen kleinen Testblock. Kann ich das Ganze auch im Blockeditor öffnen. Und ich habe auch grundlegende dynamische Blockfunktionen. Array, Flip, Rotate, Polar Stretch, Stretch, Scale, Move. Alles ist da, so wie Sie das auch wahrscheinlich von Windows-System auch kennen. Also da sind auch Visibility States möglich. Man kann sich hier Sichtbarkeitsstatus definieren. Also diese Funktionen sollten alle gegeben sein, wie gesagt, wie man es auch von Windows-System kennt. Also ich werde jetzt nicht jede einzelne demonstrieren, aber wie Sie sehen, die sind alle auch hier definiert. Das ist jetzt keine separate Werkzeugpalette, wie man wahrscheinlich auf dem Windows kennt, aber hier dieses kleine Menü kommt auf, das ist sowas wie, also ich würde sagen, so ein kleines kontextabhängiges Menü. Und ja, also die grundlegenden Funktionen sind auch alle da. Ich hoffe, das hilft. Haben wir da noch was, Bernd, oder? Moment, eine Frage. Ja, okay, das war's. Letzte Chance für eine Frage wäre genau jetzt. Keine Fragen mehr. Ja, damit danke ich mich dafür, dass Sie dabei waren. Hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Vielleicht können Sie uns auch weiterempfehlen. Und freue mich dann auf das nächste Mal. Und für diejenigen, die in Urlaub fahren, schöne Zeit.